Lasst uns bitten um Gottes Segen. Eine ruhige Nacht und ein seliges Ende verleihe uns der Herr, der Allmächtige. Amen. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Du aber, Herr, erbarme dich unser. Gott sei dir. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und euch, Brüder und Schwestern, dass ich gesündigt habe mit Gedanken, Worten und Werken. Meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld. Darum bitte ich euch, betet für mich zu Gott, unserem Herrn. Der Allmächtige Gott, erbarme sich deiner, er vergebe dir deine Sünden und führe dich zum ewigen Leben. Amen. Wir bekennen Gott, dem Allmächtigen, und dir, Bruder, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken. Unsere Schuld, unsere große Schuld. Darum bitten wir dich, bete für uns zu Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich euer. Er vergebe euch eure Sünden und führe euch zum ewigen Leben. Amen. Nachlass, Losprechung und Vergebung unserer Sünden schenkt uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Hilf uns Gott, unser Heiland. Heiligen Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie an diesem Abend im Gedenken an Karl Rahner, dessen Todestag sich genau heute zum 50. Mal jährt. Am 2. Juli 1970 schied er nach langer, schwerer Krankheit aus dem Leben. Wir werden davon und über sein Leben insgesamt später noch etwas mehr hören. Ich grüße Sie heute Abend gewissermaßen in einer dreifachen Funktion als Pfarrer dieser Kirchengemeinde, an der Karl Rahner fast 40 Jahre lang Kirchenmusik gemacht hat in dieser Kirche, deren Fertigstellung er nicht mehr erlebt hat, und die Orgel, die er selber noch disponiert hat und an deren Vorbereitung er mitgewirkt hat, die er selber nicht mehr hat spielen können. Ich grüße Sie als Präses der kirchlichen Arbeit Alpirsbach, für die Karl Rahner ebenfalls über 30 Jahre lang gewirkt hat auf Singwochen in gregorianischen Seminaren und von der er versucht hat, etwas in seine Gemeindearbeit einzubringen. Ich selbst habe das ja nicht erlebt, aber es wurde mir immer wieder erzählt, dass er an vielen Enden seiner Chorproben genau dieses Abendgebet gestellt hat, das wir heute hier singen. Und schließlich im Namen des Kirchenkreises Saar-West, Karl Rahner war ja auch Kreiskantor, nicht nur des alten Kirchenkreises Saarbrücken, sondern etlicher anderer Kirchenkreise auch, wo er beratend in der Nachkriegszeit vor allem zum Wiederaufbau der Kirchenmusik, bei dem Wiederaufbau von Kirchen und Orgeln so viel mitgewirkt hat, oft hinter den Kulissen, aber eben ganz entscheidend, weit über die Grenzen dieser Kirchengemeinde hinaus.
Ganz besonders grüße ich heute Abend Familie Rahner, die aus Trier zu uns gekommen ist, die Enkeltochter mit ihrer Familie. Herzlich willkommen hier an diesem Ort, wo ihr Großvater einen wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Das sehen wir ja an der Schar, die heute hier gekommen ist, auch 50 Jahre nach seinem Tod. Eben beim Eingang hat jemand gesagt, ob Karl Rahner zu einer Veranstaltung gekommen wäre, wo wir die Gemeinde nicht singen dürfen. Das steht doch sehr im Zweifel und da gebe ich ihm recht, denn das war ihm ja das Kernanliegen, dass die Gemeinde ins Singen kommt. Manche von Ihnen haben sicher jetzt hier schon mitgesungen bei den Antworten, die da gedruckt sind, wo Gemeinde steht. Wir tun das auf alle Fälle hier vorne stellvertretend für Sie alle in der Gemeinde mit unserer kleinen Schola, denn eigentlich dürfen Sie ja noch nicht mitsingen. Die Corona-Bestimmungen sind da leider noch so. Aber als wir diesen Abend vorbereitet und geplant haben, vor einem Jahr, da war von Corona noch lange nicht die Rede, da haben wir genau das gedacht, wie wir mit Ihnen, den Besuchern, nicht nur Ihnen was vorsingen als Chor oder wen immer wir auch hier vorne hinstellen, sondern dass wir mit Ihnen allen ins Singen kommen. Und dann kam uns die Idee eben, diesen Teil von Rahners Arbeit, den er selber so mit viel Freude und Enthusiasmus betrieben hat, hier eben auch einzubringen, ein Stundengebet, eine Komplett. Nicht, dass er die Komplett für das geeignete Stundengebet oder für die geeignete Singweise der Gemeinde gehalten hätte, aber er dachte, und so wurde mir das berichtet, dass über das Singen der Komplett in den Chören mit den Kirchenmusikern gewissermaßen eine Art Multiplikation entsteht, die letztendlich das Singen der Gemeinde voranbringen, weiterbringen und aufs Tiefste beeinflussen wird, weil in der Gregorianik, so seine Überzeugung auch, das Wort Gottes als Text mit der Musik gemeinsam eine Verbindung eingeht und so zur Verkündigung des Wortes Gottes beiträgt. Nicht, dass die Musik hier dient, sondern die Musik hat einen eigenen Verkündigungswert, den sie hier mit einbringt im Singen gregorianischer Musik. Und so haben wir heute Abend gewissermaßen als Rahmen diese Komplett gewählt und hören dazwischen auch noch andere Musik. Wir haben Ernst Pepping gehört, einen Wegbegleiter, einen Weggefährten von Karl Rahner. Wir werden Sätze von ihm selbst hören, Choralsätze, die er geschrieben hat für das Singen in den Chören. Wir werden über sein Leben etwas hören. Ich grüße an dieser Stelle schon Herrn Ganster, der eine Dissertation über Karl Rahner vorbereitet. Und wir werden ihn selbst auch spielen hören, eine alte Aufnahme von der Orgel der Schlosskirche, die wir nachher hier dank modernster Technik einspielen können, die vielleicht nicht ganz den Hörgewohnheiten im High-Fidelity-Bereich heute entspricht, aber umso schöner, dass wir ihn selbst vielleicht dann auf diese Art und Weise auch hier unter uns haben. Ich habe schon gesagt, Sie dürfen gerne mitlesen, mitsprechen. Die kleine Choralschola hier vorne wird den Gemeindepart singen, der jetzt noch kommen wird. Aber zunächst einmal hören wir jetzt die Kantate von Johann Sebastian Bach, Der Friede sei mit dir. Dein Schuldenbuch und des Gesetzes Fluch verglichen und zerrissen. Der Friede sei mit dir, der führe
dieser Welt, der deiner Seele nachgestellt, ist durch des Lammes Blut bezwungen und gefällt. Mein Herz, was bist du so betrübt, da dich doch Gott durch Christum liebt? Er selber spricht zu mir, der Friede sei mit dir, der Friede, der Friede, der Friede sei mit dir, mit dir, der Friede sei mit dir.
Amen.
Ich lese meinen Artikel zu Karl Rahner. Der ist erschienen in dem Buch Zwischen Bekenntnis und Ideologie, 100 Lebensbilder des rheinischen Protestantismus im 20. Jahrhundert, 2018. Es ist zu leise. Kann man am Mikro? Ich versuche näher ranzugehen. Ja? Okay, gut. Kein anderer Kirchenmusiker hat an der Saar so viele Spuren hinterlassen wie Karl August Wilhelm Rahner. Eine ganze Generation seiner Schüler leitete die Chöre in den Saarkirchenkreisen und spielte die Orgeln, die nicht selten von Rahner disponiert worden sind oder deren Bau er doch mindestens beratend begleitet hat. Und wie selbstverständlich stand er in seiner Gemeinde Altsaarbrücken unerschütterlich zur bekennenden Kirche. Karl Rahner wird am 10. September 1903 im schlesischen Königszelt geboren. Nach seinem Abitur absolviert er 1920 eine erste kirchenmusikalische Ausbildung bei Kirchenmusikdirektor Kurt Burmann in Jauer, Schlesien, und beginnt 1921 ein Musikstudium in Leipzig bei Karl Straube, Orgel, und Robert Teichmüller, Klavier. 1925 heiratet Rahner die Sopranistin Käthe Waleska Henriette Richter. Aus der Ehe gehen die Kinder Thomas, Wolfgang und Anne-Rose hervor. Im gleichen Jahr bewirbt er sich nach seinem hervorragenden Studienabschluss um die Kirchenmusikerstelle an der Alt-Saarbrücker Schloss- und Ludwigskirche. Auf Empfehlung seines Orgelprofessors Straube erhält Rahner den Vorzug vor seinem Mitbewerber Erhard Mauersberger, ebenfalls ein Schüler Straubes und Rahners Kommilitone in Leipzig, wo Mauersberger später Thomaskantor wird. Rahner tritt seinen Dienst in Altsaarbrücken am 1. Mai 1925 an. In den folgenden Jahren tritt Rahner in Saarbrücken als gefeierter Solist in großen Orgel- und Kirchenkonzerten sowie in Kammermusiken auf und konzertiert mit vielen bekannten Vokal- und Instrumentalsolisten sowie Ensembles. Sein Kontakt mit der Singbewegung in den ausgehenden 20er Jahren führt 1928 zur Gründung eines synodalen Singkreises und kurze Zeit später eines Kinderchores sowie in die intensive Auseinandersetzung mit dem Kirchenlied, vor allem dem altprotestantischen reformatorischen Choral. Ganz im Sinne der Ideale der Wandervogelbewegung und der aus ihr hervorgegangenen Singbewegung wendet sich Rahner nun ganz bewusst ab vom passiven Musikkonsum und hin zum aktiven, gemeinsamen Musizieren. Das wechselseitige Singen von Chor und Gemeinde tritt zunehmend an die Stelle der beliebten großen Konzerte, was von Publikum und Öffentlichkeit auch kritisch rezipiert wird. Auch der Kirchenchor der Gemeinde will Rahners Neuorientierung nicht mittragen, sodass Rahner auf die sich neu in der Gemeinde bildenden Jugend- und Männerkreise zurückgreifen muss, die regelmäßigen sonntäglichen Dienst ganz im Sinne Rahners tun. Karl Rahner stellt sich öffentlich und eindeutig auf die Seite der bekennenden Kirche. Sein Kirchenchor steht geschlossen zu den deutschen Christen, sodass das Presbyterium auf die Arbeit des Kirchenchores verzichtet. Der 1928 ins Leben berufene Singkreis übernimmt zukünftig als Kantorei unter Rahners Leitung die Aufgaben des Kirchenchores. Der sowohl in musikalisch-theologischer als auch in persönlicher Hinsicht wohl prägendste Lebensabschnitt beginnt für Karl Rahner 1938 mit der Begegnung mit Richard Goelz, dem Gründer, und Friedrich Buchholz, dem späteren Leiter der kirchlichen Arbeit Alpirsbach. Im Leben Rahners vollzieht sich nun durch den Einfluss der Alpirsbacher Arbeit eine wegweisende und einschneidende Neuorientierung.
Gölz hat Stundengebet und gregorianische Messe für den Protestantismus wiedergewonnen und pflegt diese seit 1933 in den kirchlichen Wochen, deren Schwerpunkte Theologie und Kirchenmusik sind. Durch den Kontakt mit der Alpirsbacher Arbeit wendet sich Rana entgegen dem musikalisch romantisierenden Zeitgeschmack zunehmend der Musik der Renaissance und der Barockzeit zu. Als der die musikalische Arbeit in Alpirsbach leitende Kantor Friedrich Buchholz im Verlauf des Zweiten Weltkriegs ins Heer einberufen wird, übernimmt Rana seit 1941 zunächst als Kantor Secundarius dessen Vertretung, bevor er danach als Kantor Primarius an der Gestaltung zahlreicher Alpirsbacher Wochen in leitender Funktion beteiligt ist. Rana trägt diese Tradition in der Folgezeit durch die regelmäßige Organisation solcher Singwochen in der Stiftskirche St. Anual auch nach Saarbrücken hinein. Seiner Verdienste um die kirchliche Arbeit Alpirsbach wegen erhält Rana den nie mehr wiederholten Ehrentitel Archikantor Alpirsbachensis. Im Kriegsjahr 1941 wird Rana als Zeichen der Würdigung seiner musikalischen Leistungen zum Kirchenmusikdirektor ernannt. Von 1943 bis 1945 wird er dann zum Militärdienst eingezogen. Durch den Krieg werden auch die Saarbrücker Schloss- und Ludwigskirche samt ihrer Orgeln zerstört, sodass die Gottesdienste von nun an in der von den Schweizern im April 1946 gestifteten Notkirche am 40er Grab, in der Saarbrücker Deutschherrenkapelle und im Kreisständehaus stattfinden. Rana nutzt diese schwierige Situation, indem er sich auf das Singen mit seiner Kantorei konzentriert. So kommt es 1946 zur Gründung der evangelischen Chorgemeinschaft an der Saar. Mangels vorhandener Instrumente leitet er die Gemeinde im Sinne der Singbewegung zum unbegleiteten Wechselgesang an. Die folgenden Jahre sind geprägt vom vielseitigen Einsatz Ranas in zahlreichen unterschiedlichen haupt- wie nebenamtlichen Funktionen und Aufgabenbereichen. Neben der Veranstaltung von Singabenden in seiner Funktion als Kantor tritt Rana als Dirigent, Organist und Cembalist beispielsweise bei den Saarbrücker Bachtagen 1950 auf oder er ist in beratender Funktion als Kreiskirchenmusikwart der drei Saarsynoden tätig. So leistet Rana seinen Beitrag zum Wiederaufbau der Kirchen und der Kirchenmusik nach dem Zweiten Weltkrieg. Anlässlich seines 60. Geburtstages wird Rana für seine musikalischen Verdienste das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen. Nach seiner Pensionierung 1966 aus gesundheitlichen Gründen und einem letzten großen Konzert am 29. Oktober 1967 stirbt Karl Rana schließlich knapp drei Jahre später, am 2. Juli 1970, nach mehrjähriger Erkrankung durch Freitod. Im 1969 veröffentlichten Evangelischen Kirchengesangbuch für Rheinland, Westfalen und Lippe, kurz EKG, sind nach Ranas intensiver fünfjähriger Mitarbeit im Vorfeld als Mitglied des Rheinisch-Westfälischen Gesangbuchausschusses vier seiner Melodien enthalten. Ich habe es ja eben schon gesagt, es sind auch Weggefährten Ranas hier bei uns heute Abend dabei. Einer von ihnen hat mich gebeten, ob er auch ein paar persönliche Worte gewissermaßen, ja, aus persönlicher Erinnerung an Karl Rana sagen darf. Ich würde bitten, Herrn Pfarrer in Ruhe Heinz, kurz hier an das Pult zu kommen.
Ich bin Pfarrer Klaus Heinz. Ich habe 9 Jahre lang hier mit Karl Rahner gesungen und gebetet. Und meine liebe Wanderfreundin Elke Müller hat mir in die Provinz mitgeteilt, dass das hier heute Abend stattfindet. Und da wollte ich mir nicht nehmen lassen, ein paar persönliche Worte der Erinnerung zu sagen. Karl Rahner war ein fröhlicher Sänger und er hat uns gelehrt, fröhlich zu singen, frei und offen. Und das hat er bis zum Schluss getan. Und ich habe nach seiner Pensionierung noch als einziger von den Kollegen und dem Nachfolger ihm die Treue gehalten für die Liturgie, für die er sich so eingesetzt hat. Und er wollte deshalb extra von mir beerdigt werden. Und deshalb fühle ich mich auch gerufen, heute Abend noch etwas nachzutragen. Ich sage, er war fröhlich. Und es hat mich sehr bewegt, dass ich gemerkt habe, dass wir heute Abend die komplett hören und singen. Ich habe mit Karl Rahner und dem Küster und einer Lehrerin dienstags morgens in der Schlosskirche die Laudes gesungen. Wir vier. Und dann sind wir anschließend evangelische Brötchen kaufen gegangen und haben zusammen gefrühstückt. Karl Rahner hat gern gegessen und gern getrunken. Und ich erinnere mich noch so gern an einen Betriebsausflug, wo er uns den Eiler Kupp an der Saar nahegebracht hat. Und auf dem Rückweg hat er uns das Lied gelehrt. Wieder einmal ausgeflogen, wieder einmal heimgekehrt, fand ich doch die alten Freunde und die Herzen unversehrt. Und nun ist er schon 50 Jahre heimgekehrt zu den Sängern und Komponisten vor ihm und vor uns, zu der Gemeinschaft der Heiligen und die Herzen unversehrt. Da sind auch jetzt noch viele von uns da, die ihn gekannt haben und unversehrt die Liebe und Freude an ihm im Herzen haben. Und zu seinem traurigen Ende, als wir dann an seinem Grab von dem Psalm 22 sagten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo es dann aber auch hieß, du thronst über den Lobgesängen Israels. Und eben habe ich gerade gedacht, nun ist er auch gekrönt und im Himmel mit allen Heiligen. Und ein Leidender vor ihm hat auf seinem Sterbebett einmal diesen Spruch gesagt und den habe ich ihm auch an seinem Grab nachgerufen. Ob deiner Inkonsequenz, o Herr, erlaube, dass ich staune. Du schufst den fröhlichsten Sänger dir und raubst ihm nun die Laune. Er aber hat immer die Laune behalten und so möchte ich auch von ihm fröhlich und dankbar mit Ihnen Abschied nehmen. Ich danke Ihnen. Thank you.
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.